Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Platin. Yay. Und zwar, im letzten Part hatten wir die vierte Arena geschafft, also die Kampfarena. Und nun gehen wir hier einfach mal in das Team Galactic Hauptquartier. Und was geht hier ab? Das werden wir uns in diesem Part anschauen. So, wir haben hier jetzt erstmal jede Menge Rüpel. Nehmen wir erstmal den hier. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Ja, ich will gar nicht bei euch mitmachen. Wenn ich dann genauso aussehen muss wie du. Na gut. Team Galactic forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Aha, interessant. Wir, Team Galactic, werden alles nehmen, was wir nun nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die wir nicht brauchen. Das ist unsere Philosophie. Yay. So, was hast denn du zu sagen? Willkommen, das ist das Team Galactic Hauptquartier. Dies ist das Schleier der Team Galactic Hauptquartier. Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Ah, ja. So, damit hätten wir, glaube ich, mit jedem geredet. Hier kommen wir nicht durch. Die Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Jo. Da kommen wir nicht durch. Deswegen müssen wir nochmal kurz raus. Und zwar wollte ja im letzten Part dieser Lucius auf uns warten da. Der hat uns ja nochmal überrascht. Dem wurde nämlich der Pokédex gestohlen. Und hier sehen wir es auch schon. Da haben wir ihn. Hallo, Herr Biener. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Du erinnerst dich doch noch an diese Typen von Team Galactic. Sie wollten neulich in Jubelstadt die Forschungsergebnisse von Professor Ei bestehlen. Wir hatten einen Zusammenstoß bei dem sie mir meinen Pokédex geklaut haben. Schließ dich doch mit mir zusammen, damit wir uns vorknöpfen können. Ja, mache ich auf jeden Fall. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und mein Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Ah. Er erkennt erst endlich meine Stärke an. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davon kommen. Dafür sorge ich. Yay. Doppelkampf, oder? Bestimmt, und ich habe bestimmt noch starrer wie vorne, oder? Jo. Egal. Kämpfen wir halt ein bisschen mit Staravir, ist sowieso besser gegen die. Mit Forest werden wir da jetzt aufgeschmissen. Aeroas gegen einen von denen. Gegen wen? Ja, ist eigentlich egal. Oh, Flügelschlag. Ja, deswegen war es gut, dass wir Forest nicht drin hatten. Erdanziehung? Sag mal, ist das Vieh eigentlich dumm? Jetzt geht der Flugtyp weg, oder was? Naja, egal. Skunkapu. Gefällt mir weniger als dieses Zubat. Ja, ist auch deutlich stärker. Oh, es greift doch uns an. Ich hatte gedacht, der Gegner wird angegriffen. Metronom. Lichtkanone, oha. Bäm. Ja, ich mag die Attacke Metronom. Habt ihr ja schon in einem Part von mir gesehen. Man kann einfach alles machen. Nein! Und Schlitzer. Schmerz lass nach. Oh, Spaßkanone. Was war das nochmal? Ah, komm, Ruckzuckieb. Das darf jetzt... Genau, es geht auch nicht daneben.
Das sollte jetzt reichen. Yay, es reicht. Und Level 31. Au, Flügelschlag. Das ist nicht so effektiv, was war Weckruf für eine Attacke. Naja, egal. Aeroass. Bäm. Aber es ist, glaube ich... Ich glaube, wir haben noch nicht gewonnen. Das Blatt kann sich noch wenden. Nee, eigentlich nicht, aber... Ja, setz mal Aurasphäre ein. Ach du Scheiße. Okay. Hätte das getroffen, dann wäre selbst dieses Glibunkel weg gewesen. Was jetzt ohnehin weg ist. Sehr effektiv. Ja, sehr effektive Attacke und... Ja. Hoher Angriff von Staravia. Und das hätten wir geschafft. Jawohl. Arg. Das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Hm, wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universums. Hier, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex, pa. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft. Nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Wie Rüpel. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Yay. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Ich bin dir wirklich zu Dank verpflichtet, Herr Biene. Ich wusste gar nicht, was ich ohne meinen Pokédex angestellt hätte. Jemand muss Professor Eibe doch bei seinen Forschungen helfen. Was hast du denn als nächstes vor, Herr Biene? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Oh, wer kommt denn da? Habt keine Furcht, meine Kinder. Ich bin Windeseile herbeigeeilt. Als ich von meinem Duell zwischen Kindern und Team Galactic hörte, meine erstklassige Spürnase sagte mir sofort, dass ihr es seid. Sieh mal, es ist wieder dieser komische Kauz aus Jubelstadt. Wie ungehobelt. Doch mein Genie ist zu verkennen, ist Teil des Plans. Oh, tut mir leid, wirklich. Es regt mich nur auf, dass Team Galactic mir meinen Pokédex geklaut hat. Ich habe vor dem Reden gar kein... Was? Ich habe vor dem Reden gar nicht nachgedacht. Naja, ich gehe mal besser. Nehmt euch vor Team Galactic in Acht. Geh du nur. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galactic sind es, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehlen erscheint eine ungewohnte harmlose Tat. Doch hege ich wieder meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich von der Fährte abbringt. Wir müssen ihr Gebäude untersuchen. Komm mit, wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Und rein da. Aber da ist noch ein Item. Ah, mein unvergleichlicher Spürsinn hat sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Fleuchten nicht zu verfolgen. Oh, was haben wir denn da? Ohoho, diese versteckte Maschine, sie enthält die Attacke Fliegen. Was? Ich überlasse sie dir aus den Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galactic noch davon. Okay. Was haben wir aus dieser Übung nun gelernt?
Nicht viel, nun ja. Interessanter ist sowieso das, was ich in der Spielhalle aufschnappte. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges. Was sie nun im Sinn haben, wir wissen es nicht. Doch es ist zweifellos grässlich. Und wir holen uns jetzt mal Fliegen. Yay! Das hätten wir und... können wir hier oben schon irgendwas machen? Nein. Aber hier oben ist noch ein Item. Sternenstück. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen... nach oben, wieder zu dem Team Galactic Hauptquartier-Ding. Mal sehen, ob da irgendwas Neues ist. Da kommen wir raus. Ah ne, ich verwechsel das gerade mit was. Ja, wir haben, glaube ich, schon einen Schlüssel bekommen, ne? So war das. Das muss unter den Basis-Items sein. Hier. K-Schlüssel. Nee, wir hatten noch keinen Schlüssel bekommen. Wo war dann der Schlüssel? Oder ich gehe doch mal nochmal dahin. Irgendwas war da. Ich glaube, wir müssen erstmal da lang. So war das. Und da bekommen wir dann den Schlüssel und dann müssen wir wieder zurück. Oder es war umgekehrt. Die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Ich mache mir Sorgen um das, was ich in der Spielhalle aufschnappte. Team Galactic ist etwas... hat etwas nach Weideburg transportiert. Eine Verdächtige, ja. Kennen wir alles schon. Was machen wir dann? Also ich kann mich eigentlich erinnern, dass davor ein Team Galactic-Rüpel stand. Aber der ist aus irgendeinem Grund gerade nicht da. Hier unten ist auch nichts mehr, ne? Also ich bin gerade echt ratlos. Da sind die... Nein, die sind auch nicht hier reingekommen. Wieso ist dieser Typ dann nicht mehr vor dem Hauptquartier? Ich war mir eigentlich sicher, dass da dann einer ist, der dann den Schlüssel irgendwie vergisst oder so. Das hatten wir ja schon mal. Und an sowas kann ich mich eigentlich auch erinnern. Aber sonst bin ich da jetzt echt ratlos. Vielleicht sollten wir mal auf der Route weitergehen. Oder einfach mal ja, auf die nächste Route gehen, wollte ich eigentlich sagen. Das können wir nämlich schon. Und hier auf der Route ist, glaube ich, sogar schon was. Irgendetwas können wir hier fangen. Ich habe immer noch Starrer wird vorne. Verdammt. Starrer wird sollte ich mal an zweite Stelle machen, falls ein Doppelkampf kommt, aber... Und ich sehe auch, wir sind schon im gelben Bereich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und ein Driftlon kommt. Na. Verdammt. Egal, Aeroas. Ich hasse Finalschlag. Aber dazu kommt es gar nicht. Sondern zu Gegenstoß. What the fuck? Das ist schon eine relativ starke Attacke eigentlich. Da war das Gegenschlag. Und Finalschlag killt unser Staravir. Danke.
Ist ja schön, dass das so viel abzieht. Forest! Ach komm, das setzen wir jetzt einfach mal bis ein. Bietet sich gerade einfach an. Naja, und ich gehe jetzt doch nochmal zurück. Oder soll ich ja schon das Pokémon fangen? Oder? Nee, ich verwechsel das nicht. Das war diese Route, wo wir das fangen können. Aber ich bin gerade verwirrt, was das da oben für eine Höhle ist. Nee, das war die auch nicht. Nee, ich bin da jetzt gerade echt ratlos, was das für eine Höhle ist. Oder war es die doch? Na egal, wenn es die ist, dann ist es unwichtig. Braucht man nicht unbedingt. Komm, jetzt irgendetwas. Yay, unser neues Teammitglied, aber keine Ahnung, Hundemann sieht eher männlich aus, deswegen werde ich mir ein männliches holen. Und hier gibt es, glaube ich, auch Warblu gleich mal zu fangen, also da haben wir dann zwei auf einen Streich. Kleinstein. Eieiei. Alles so unnütze Pokémon. Jetzt komm mal irgendein Pokémon hier. Los! Boah! Geht doch. Georock. Er braucht so einen Müll. Aha, komm, bitte. Irgendetwas Gutes. Rihorn. Ja. Kann man auch zu einem relativ... zu einem sehr, sehr starken Pokémon weiterentwickeln. Also ich glaube einfach mal, dass... verdammt. Jetzt ist mir der Name entfallen. Rizeros ist dann... Dann gab es noch eins, verdammt. Mir fällt gerade echt der Name nicht ein. Nee, also irgendwie fällt er mir gerade nicht ein. Der ist mir jetzt echt entfallen. Boah, und jetzt komm mal irgendein Pokémon, was ich mir hier fangen kann. Irgendetwas. Moment, wieso tue ich dafür jetzt nicht einfach mal Tuketik nach vorne? Tuketik können wir nicht so viel Schaden anrichten. Falls mal wirklich ein Pokémon kommt, was wir fangen können. Wie zum Beispiel dieses männliche Hunduster. Yay! Es kann sein, dass wir... Moment, erstmal Gähner. Dass wir Warblu nur zu einer bestimmten Tageszeit hier antreffen werden. Ich glaube, morgens war's. Gähner, so was war... Bitterkuss nochmal? Oh, Verwirrung. Smog vergiftet zu einer bestimmten... Ja, vergiftet das Pokémon. So, ich versuch's jetzt einfach mal zu fangen. Es ist zweimal durch einen Status-Effekt geschwächt. Da dürfte eigentlich ein Superball schon reichen. Komm. Komm. Jawohl. Schön, Hundester wurde gefangen.
So, wie nennen wir das von Duster? Ich muss mir mal ganz kurz einen Namen überlegen. Ja, natürlich. Also bis gleich. So, ich hatte einige Ideen, aber letztendlich habe ich mich dann für das hier entschieden. Holy Flame. Hey, so. Wie sieht's aus? Ja, es schläft. Kein Wunder. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt schon fangen können. Denn ich vielleicht nochmal nachgucken sollen. Auf jeden Fall will ich das in diesem Part noch fangen. Das war hier jetzt Route 214, ne? Also ich werde mal ganz kurz nachschauen. So, da hatte ich wohl was verwechselt. Wablu gibt es hier nicht zu fangen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo es das zu fangen gibt, aber hier nicht. Und ein anderes Pokémon. Also ich habe, glaube ich, Wablu mit einem anderen Pokémon hier verwechselt. Und das war Girafarig. Girafarig konnte man hier in Diamant und Perl fangen. Aber in Platin kann man es leider nur am See oder am Kühnheitsufer fangen. Was heißt hier leider? Da kommen wir auch noch früh genug vorbei. Und ja, wir haben jetzt einen Hunduster im Team. Schön, oder? Und ja, damit beende ich dann auch mal den Part. Ich werde kurz noch Hundusten nach vorne tun. Natürlich werde ich nicht offscreen trainieren, das. Okay, der Levelunterschied ist jetzt doch relativ hoch, aber im Moment bringt das noch nicht so viel. Ich könnte ein paar Pokémon raustun. Mache ich auch mal ganz kurz. So. Wen tun wir denn raus? Also, sorry, Toxic. Dich können wir jetzt gerade echt nicht gebrauchen. Auch wenn du auch den EP-Teiler hast. Jo. Okay. Den EP-Teiler haben wir. Dann Incognito bewegen. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ratet mal, wen ich jetzt endlich mal hier ausrangiere. Natürlich, Staravia. Okay, damit will ich dann mal sagen, bis zum nächsten Part und ciao Leute, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es einfach. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen, wie es dann hier weitergeht. Oh Mann, das ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Naja, egal. Also, bis zum nächsten Part und ciao.